Jaya Jaya Harinam Chitanandam Vitadam Paratatvaksharaya Kara Jaya Jaya Thank you.
हरि बोल हरे कृष्ण जय राधे जय जय दिस कीर्तन समृद्धि जय राधे जय जय माधव दैत जय राधे शशि लेके ललिता सखी गुना रमिता विसाके ललिता सखी गुना रमिता
गौरंग जय निताई गौरंग निताई गौरंग जय निताई गौरंग निताई गौरंग जय निताई गौरंग निताई गौरंग जय निताई चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसी देवै प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल श्री गुरुदेव की सपार्षद गौर हरि की हरे कृष्ण यस्टरडे यू हर्ड श्रीमद् भागवत ग्रंथ इज द अमंग द ऑल स्क्रिप्चर इज द टॉप मोस्ट स्क्रिप्चर बट व्हाई दे आर श्री सुखदेव गोस्वामी ही डिड नॉट मेंशनिंग दिस नेम ऑफ श्रीमती राधारानी यस्टरडे यू आर हर्ड दिस थिंग ये सो रिमेम्बरिंग समथिंग Why he did not mentioning? Yeah, we said like because first there were 18,000 rishis and not all of them were equally qualified. So usually because we heard that this fat of Radharani. So Radharani basically is his guru. So this is very confidential and you should not reveal this to everyone, the name of your guru, if he does not have really love and affection for your guru. So that's why he kept it secret. Also, another reason was that Shukadev Goswami, he directly asked Radharani if he could mention her name. And she said, no, he should not directly mention my name, but indirectly, that's what he did. And what did he have? Another reason?
Oh yes, because he only had 7 days to speak Harikatha for Parikshit Maharaj until he gave up his body. So if he would utter the name, he would like fall in ecstasy, become unconscious for 6 months, and then he could not finish his Bhagavad Satyakatha. Then you can tell him one any reason? Yeah, that's what. Remembering? What? Some stone by the low class families before the house, that he becomes a food dust from the low class people who clean his feet on the stone, that he has the food dust on his head. Okay. You are remembering something? Kamalakanta Maharaj? Okay. Thank you. Okay. Hari Bol. Are you remembering something? Huh? Okay. Hare Krishna. Yesterday you heard, you know, Sri Prabodhananda Saraswati, you know, one slogan, he doing glories of Radharani, glories of Radharani and glories of this food dust. So he's telling there, Brahme Swaradi Sudhuruha Padaravindam, that meaning, Radharani lotus feet is the very, very rare, you know, sudurlava. Not any rare, is the very, very rare. Even Brahma, he also cannot attain. So he became mountain, this is the Varsana. You know, yesterday you heard, he want only, you know, he want to be the very lower caste. This front of this house, he want became stone. Yeah, this is the Brahma. So for this is the very, very rare for Brahma. But Brahmeswaradi, he also very, very rare also Sankar. So Sankar is the when Brahma Vishnu Mahesh wants, there did very great austerity. Radha Krishna, and when Radha Krishna there please, well, what you want? Well, Prabhu, you want your service, your lotus feet, how you can want? Then they are telling Brahma, Vishnu, Mahesh, you know. Brahma, Vishnu, well, if you are become some mountain in your bridge, if you are doing very sweet, sweet pastime on our head, then our life becomes successful. So Brahma, Vishnu, Mahesh, then they are take 3 mountains. One is the Barsana, Nandagam, and Govardhan. Giriraj, Govardhan. So they are take the form of 3 mountains there, you know. Why they are want the service of Radha Krishna? Even Shankar, you know, when Krishna is doing Rasa Lila, then Shankar also, when listening this flute sound, he also want to take darshan. But Yogamaya telling you this male, you know, body, you cannot enter, necessary to take the female body. Then he, Brahma Kunda, when he took birth, then he became Gopi, Gopiswar. And he, you know, then Yogamaya telling, far away, you can sit here, one kunja. And when Radha Krishna doing Rasa Lila, Krishna telling, oh, today I cannot feeling very happiness. Maybe some unqualified person came. Then all Braj Gopi, they are searching. Where the unqualified person? Who is there? Then he saw one new Gopi. Then Gopi is asking, what is your name? What is your husband name? Who is village you took birth? What is the name you have for Nananda Sas? You know, there. But he is not, you know, he is the Shankar. He is not a Gopi. Then he cannot give any answer. Then cast this here and take out. He want try to beat to him. Then he is the, then he calling to this, you know, Yogamaya. Then Yogamaya told, oh, I gave permission to him. Then Krishna also appeared there. Then telling, oh, until to now you are becoming Gopiswara Mahadev. You are gatekeeper, you know. He means Shankar, you know, he the Satyam, Sivam, Sundaram. He the Yogi, Yogi, Mahajogi, but he now, what he take the form? This is the gatekeeper, but this is Vrindavan Dham. So, even Shankar, he did not also attend the Radharani, you know, lotus feet. Wir haben gestern gehört, Prabodhananda Saraswati Thakur erklärt,
dass die Lotusfüße Srimati Radharanis sehr, sehr schwierig zu erlangen sind. Sudulabha, extrem schwierig zu erlangen. Selbst Brahma und Shiva können diese Lotusfüße nicht erlangen. So, Brahma, Shiva und Mahesh, alle drei Gottheiten, haben harte Entsagungen auf sich genommen, um die Spiele Radha und Krishnas sehen zu können, teilhaben zu können an den Spielen von Radha und Krishna in Braj. So, als Radha und Krishna mit ihnen zufrieden waren vor ihnen erschienen sind, haben sie gefragt, was möchtet ihr gerne? So, Brahma und Shiva und Mahesh haben darum gebeten, dass sie am Berge sein dürfen und dass die Spiele von Radha und Krishnas auf ihrem Kopf stattfinden mögen. Und dann wurde der Vashana Hügel, Berg, auf dem Vashana steht, Shiva wurde Nandishwara Hill, der Berg, auf dem Nandamaharajs Palast steht, wo Krishna seine Kindheitsspiele ausführt, und Sri Vishnu wurde Giriraj Govardhan. Ja. So, auch Sri Shiva, war so begierig, am Rasa-Tanz teilzunehmen, den Rasa-Tanz zu sehen, so er verehrte Yogamaya und nahm hat Entsagung auf sich. Dann sagte Yogamaya zu ihm, also in dieser männlichen Form kannst du nicht im Rasa-Tanz dabei sein, das ist nicht möglich. Nur in der weiblichen Form. Dann hat sich Shiva genommen und in den Brahmakund getaucht und heraus kam eine wunderschöne Gopi, das war Gopishwar Mahadev. Dann diese Gopi saß im Kund und hat zugeschaut, wie Radha und Krishna mit all den Gopis ihren Rasa-Tanz begann. Aber Krishna hat dann gesagt, oh, heute erfahre ich nicht die übliche Freude bei dem Rasa-Tanz. Mal irgendwas stimmt nicht. Vielleicht ist irgendein Außenstehender hier dabei. Und dann haben alle Gopis gesucht. Dann haben sie diese Gopi da im Gebüsch sitzen sehen. Und dann haben sie gefragt, ja, wer bist du denn? Wie heißt du? Wo kommst du her? Wer ist dein Ehemann? Wo wohnst du? So, Shiva hat zwar die Gopi-Form bekommen, aber er hat keine Identität dazu bekommen. So, er konnte keine Antwort geben. Da sind die Gopis sehr, sehr zornig geworden, haben gedacht, vielleicht ist das irgendein Dämon, und haben angefangen, Shiva zu verhauen. Und schließlich kam Yogamaya Poonamassi hinzu und hat gesagt, stopp, und das ist Shankar Mahadev. Er hat von mir die Segnung bekommen, beim Rasa-Tanz zuschauen zu können. Und Krishna hat dann gesagt, okay, du kannst Gopeshwar Mahadev sein, du kannst den Rasa-Tanz bewachen und aufpassen, dass kein Unqualifizierter zu diesem Rasa-Tanz dazukommt. Ja, toll. Brahma Swaradi. Swaradi meaning is the Adi, meaning is the, like this, Uddhava. Yeah? Uddhava also. He also did not attend. So when Uddhava came to Braj, and when before Uddhava, you know, he have so much proud. Krishna, when sent like the one messenger, you know, Braj, telling, you know, I very easily can satisfy them. Here they are, you know, they are staying in a village, they are making cow dung, churning butter. So they are, you know, villager, they are known mind, you know. I am such a very person, you know, he is the Shishya Brihaspati Sakyat. He is the disciple of Brihaspati. He is not an ordinary person, you know. He is the Uddhava Buddhi Sattam. Very intelligent that time, and he is the Jnani Bhakta, Premi Bhakta, Premapar, Prematur, he is the Prematur devotee. Among the all devotees, he is the topmost devotee. You know, after Uddhav, you know, no more any devotee. So, he has before so much proud, easily I can satisfy them. But when Uddhav came to Braj, and when he saw this Braj, and he is the mood of Sri Nanda Baba, when he saw Gopi, and when he last is the mood of Srimati Radharani, you know, well, Uddha Suddha Hai Gayo, Suni Gopiyon ki bol, gave example, Uddha, he became, when listening, this is the prema of Radharani, Uddha Suddha Hai Gayo, Suddha meaning, he became strict, matlab, he would make, okay, na Suni Gopiyon ki bol, when listening the prema of Sri Gopis and Radharani, you know, became surprised, then gave example, Gyan bajai dugdugi baje prem ki dhol. Give example, prem like one drum, you know.
Prem like one drum. And this is the Gyan like one dug 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 dug, meaning, you know, Shankar's hand, something. You know, Shankar's hand. What telling? Yeah, yeah. This is very small. You know, this is very small. And give example, Gyan is the small like this. And Prem is the big drum. When drum is the playing, then front of this drum, there's nothing, you know. So give example, this Prem is the like the one drum. And this Gyan is the like, this is the one, I don't know. So, then Uddhava, when he saw Radharani, this is Prem, you know. When he says Radharani is Prem, then what he want? Well, oh, Bande Nanda Brajastrinang Pad Renu. Then he want only one poor dust. So telling only one poor dust, whom poor dust? So Vishwanath Chakravarti Thakur telling only Radharani is one lotus dust I want. Meaning I want only Radharani is one poor dust, one. Even Uddhava, he also big devotee, you know, Krishna himself telling, oh Uddhava, you are such a very near tears to me, not like this you, my son, Brahma not like this, and my Harihara Ekatma, Shankar, he is not different, he also not like this, near dears to me, even my wife not, even my Baladeva Prabhu not, even my Atma is the not like this, how you are very near dearest to me, my Atma, soul also not like this, so much near dearest. Uddhava like this person, but what he want? Only he want Radharani lotus, one dust of Radharani he want. Als nächstes spricht Prabhudananda Saraswati Thakur über Uddhava. Er sagte, auch Uddhava, auch er kann Srimati Radharanis Lotusfüße nicht erreichen. Ja, so Uddhava gilt als der beste Devotee von Krishna. Es gibt verschiedene Stufen von Devotees, Prahlad Maharaj, Hanuman, Ambarish Maharaj, die Pandavas. Aber Uddhava ist Prematura Bhakta, gilt als der beste aller Bhaktas. Nach ihm kommt keiner mehr, er kommt keine Stufe mehr höher. Und Uddhava, Krishna schickte ihn nach Braj, um die Gopis zu beruhigen und zu trösten. Und er dachte sich, das wird nicht schwierig sein für mich. Ich bin der Schüler von Brihaspati, na, ich bin sehr intelligent und die Gopis sind nur einfache Kuhhirtenmädchen, das wird nicht sehr schwierig sein. Aber als er dann nach Braj kam und dort diese unbeschreibliche Liebe der Brajabasis sah und die Trennungsgefühle von Nanda und Yashoda und von den Gopis und schließlich von Srimati Radharani selbst, dann war er völlig sein Stolz war gebrochen. Ne? Er hat sich gefühlt wie so eine kleine, diese kleine Trommel, die Shiva hat, ne? Diese vor einer Kesselpauke. Hört man nichts mehr. So, und Uta hat dann gebetet, dass würde mich sehr glücklich und sehr gesegnet schätzen, wenn ich einen einzigen Staubpartikel von Srimati Radharanis Lotusfüßen auf meinem Haupt bekommen würde. So hat er gebetet. Dieser selbe Uddhava, der von dem Krishna gesagt hat, du bist mir lieber als irgendjemand sonst. Du bist mir lieber als mein Sohn Brahma. Du bist mir lieber als mein Sri Shiva, der Harihara Ek Atma, der praktisch nicht verschieden von mir ist. Du bist mir sogar lieber als Lakshmi Devi, meine eigene Frau. Du bist mir lieber sogar als mein Bruder Baladev und sogar noch lieber als mein eigenes Selbst. So, dieser selbe Uddhava, der Krishna so lieb ist, er betet darum, dass er ein einziges Staubkörnchen von Srimati Radharanis Lotusfüßen auf seinem Haupt tragen möge. Yeah, so telling Brahma Swaradi. So they are telling even Narad. You know, Narad, when he heard this is Ashtakalya Lila, you know, eight period, how Radha Krishna doing sweet pastime, he heard from to Shankar. And when he heard Shankar, now he also, he have desired also, he had to make Radharani mad servant, he have desired.
Now he think, how can become Radharani maid servant? Then he go to Vrindadevi. Yeah. Why Vrindadevi? Only such a person who can give to qualified we enter this Krishna sweet pastime. Then Vrindadevi he told, okay, if want, then you can go to Giriraj Govardhan. Without mercy of Haridas Bharjiya, see Giriraj Govardhan you cannot attend. Now see Narada he came, this Narada Kunda, you know. Narada Kunda he became very great spiritual. Why? He also Radharani, mad servant of Srimati Radharani. So telling this Radharani lotus feet also even Narada, he is a great deity, but for him also very, very rare to attend the Radharani lotus feet. Ist es auch für Narada Rishi sehr, sehr schwierig, jemand die Radharanis Lotusfüße zu erreichen? Wir haben gehört, wie Narada Rishi von Shiva über Ashtakaliya Lila hörte und die süßen Spiele von Radha und Krishna zu den 8 verschiedenen Tageszeiten. Und als er darüber gehört hatte, wurde er begierig, auch eine Dienerin von Srimati Radharani zu werden. So er kam zu Vrindadevi und er suchte Zuflucht bei Vrindadevi, um so eine Position zu erlangen. Und Vrindadevi sagte, gehe zum Giriraj Govardhan und verehre den Giriraj Maharaj. Giriraj ist Haridas Savaya, der beste Diener Sri Haris, so er kann dich segnen damit. Und dann kam Narada Rishi zum Narada Kund in Brat und nahm harte Entsagung auf sich, um eine Gopi zu werden und Srimati Radharani dienen zu können. So selbst für Narada Rishi, der als der beste aller Devotis gilt, selbst für ihn ist es sehr, sehr schwierig, Srimati Radhikas Lotusfüße zu erlangen. Yeah, Radha Rani ki. So, he are telling Brahma Swaradi. He telling Swaradi, meaning who is the Adi Iswar, who is the original Iswar, who is Krishna. Sometime Radharani lotus feet is very, very rare for Krishna also. No? Krishna also sometimes did not attend to Radharani lotus feet. So this is the Kavi Jayadeva telling, Smara Garala Khandanam Mama Sirasi Mandanam Dehipada Pallava Mudaram. So when Radharani, when sometimes he is doing man, you know, sometimes he is the man, well, why? He is doing man, yeah. So one time they are Krishna sent to message Radharani, Radharani sent to message to Krishna. Oh, this time you can meet, you know, this particular time to meet. Now Krishna coming cow grazing, he makes some excuse. Oh, today somebody invite me, I want to go there. Then Krishna very quickly came to meet with Radharani. But what happening, there Chandravali also he make one kunja. She also wait. But her Sakhi, the Padma, he also, all Sakhi, they are always try. Lalita Abhishaka, they are try how bring Krishna meet with Radharani. At Padma, they are Sakhi, they are also want to have bring to Krishna meet with Chandravali. See, Radharani Chandra, Padma, when he is searching, Krishna came to cow grazing, he know, now searching, where are the Krishna, then he said, Krishna. Then she Padma cast to Krishna, Vali, oh, my Sakhi, Chandravali, she make nice kunja for you, you came to. Then Krishna makes some excuse, well, oh, today very, very, you know, urgent work, I want to go there. Then come to Chandravali. Well, I know where you want to go, you know, I know everything. Then by force, he cast to Krishna, he take this own kunja. Now Krishna, you know, Radharani have one parrot, you know, the Sri Sukaha, you know, Sri Sukadeva Goswami. She is the always in the sky, he looking, you know. You know, what happening, not happening, sky always moving here and there. All message he gave to Radharani. When saw Chandravali kidnapped to Krishna, then his parrot came to Radharani telling, oh, Krishna today kidnapped, you know. Today he is doing very nice sringar, Radharani do, make very nice kunja, everything make it useless. And then Radharani became so upset, you know. So upset, he doing very durjaya man, very hard man than Radharani do. And when Krishna, you know, meet with Chandravali, when he came, then Radharani became so, you know, sulky mood. Then Radharani asking, why today you late? Now Krishna is telling some lie, you know. He makes some excuse, oh,
Radhe, what happening? I am coming very quickly to meet with you. But what happening? I saw one tamal tree. You know, Braj, this tamal tree telling like this Krishna's poem, like this Krishna black, tamal tree black. This Krishna from I saw one creeper, Madhavi creeper, he embraced this tree. When I saw this Madhavi creeper, then remembering you. And when I saw this tamal tree, I remembering to me. When I saw this thing, I think, you know, you are meet together. You know, you are to make together. When I saw this poem, I become fainted there, you know. I am become fainted. So he became so late. Then Radharani know everything. Only, why your lotus feet, they are some red color. You know, this Chandravali, this Sindur, some, and there comes color of red color. Well, why are there some red color? Well, one throne is the put my feet. Then Radharani tell you, oh, I know where you want. You are telling complete lie. I today know where you want. Then he gave the order Lalita Visakha, I keep to him, this person. This Kunja, he kicked to him, the Alsaki. Then he kicked to Krishna, you know, this Kunja. You know, well, no need to come here where whole night is spent, now gone to there, you know. So, sometime telling very, very rare for Krishna also, sometime rare, and attend to Radharani and lotus feet. Dann sagt Srila Prabhupada Saraswati, selbst für den höchsten Herrn selbst, selbst für Krishna sind Srimadi Radharanis Lotusfüße sehr schwierig zu erreichen. Und Maharaj hat eine Geschichte erzählt. Manchmal ist Srimadi Radharani, dann wird sie zornig. Deshalb Sri Jayadev Goswami hat es beschrieben, wie Krishna kommt, um Srimadi Radharani zu besänftigen und seine Krone und seine Flöte, seine Pfauenfederkrone ihr zu Füßen legt und sie bittet, dass sie ihren Zorn aufgibt und ihre Lotusfüße auf seinen Kopf stellt. So, einmal hatten sie sich verabredet, dass sie Krishna sich mit Radharani treffen soll. Und Krishna, der Kühe hüten war, der sagte zu seinen Kuhhirten Jungs, ich muss noch was erledigen, und ist losgelaufen. Aber auf dem Weg ist ihm Padma begegnet. Padma ist die beste Freundin von Chandravali. Und so wie die Radharanis, Gopis immer versuchen, Radha und Krishna zusammenzubringen, so versuchen Chandravalis, Sakis immer, Krishna und Chandravali zusammenzubringen. So diese Padma, sie sagte zu Krishna, oh, weißt du was, Krishna? Meine Saki hat wunderschön Kunja geschmückt für dich. Bitte komm noch kurz und schau dir das an. Und Krishna sagte, oh, ich habe noch was Wichtiges zu erledigen heute. Und die Padma sagte, ja, ich weiß schon, was du Wichtiges zu erledigen hast, und hat ihn bei der Hand genommen und mit sanfter Gewalt in Chandravalis Kunja gezogen. Und dort, als Krishna dort war, in Chandravalis Kunja, hat er die Zeit vergessen und die Nacht verging. Und aber Srimati Radharani hat einen Papagei, Sri Shuka, und der fliegt immer herum und schaut, was so los ist in Braj. Und er kam und sah und erzählte alles Srimati Radharani. So, Srimati Radharani, sie hatte sich wunderschön geschmückt an diesem Tag für Krishna und Kunja, wunderschön hergerichtet für Krishnas Freude. Und sie wurde sehr zornig. So, als dann Krishna kam und es war schon fast morgens mit roten Augen, dann fragte sie, so, wo kommst du jetzt her? Und Krishna sagte, oh, weißt du, was passiert ist? Ich bin auf dem Weg zu dir gewesen und ich habe mich beeilt, aber dann sah ich auf dem Weg einen Tamalbaum, der von einer Madhavi-Pflanze umschlungen wurde. Und als ich diese Madhavi-Pflanze gesehen habe, dann habe ich gedacht, das bist du. Und als ich den Tamalbaum gesehen habe, dann habe ich gedacht, das bin ich. Und dann habe ich gedacht, oh, wir treffen uns eng umschlungen. Und dann bin ich vor Ekstase in Ohnmacht gefallen und bin erst jetzt wieder aufgewacht. So, Srimati Radharani sagte,
Ach ja, und wo kommt dann diese rote Farbe an deinen Füßen her? Der ist von dem Sindhu, von diesem Zinnober, von Chandravalis Haaren. Und Krishna sagte, na, ich bin da in einen Dorn gelaufen und dann habe ich mich gestochen, da kommt die rote Farbe her. So, dann wurde Srimati Radharani ganz sehr zornig und sagte, wir wissen genau, wo du gewesen bist. Und sie hat zu Lalita Vishakha gesagt, der schmeißt ihn raus aus meinem Kunst. So, selbst für Krishna ist es sehr, sehr schwierig, manchmal Srimati Radharani zu treffen. Yeah. So now Krishna, now he does so, you know, Krishna is so unhappy. So then he go to Lalita. Hello, Lalita, what can I do now? Without Radharani, I cannot keep my life, you know. Radharani, she also so much, you know, from separation to Krishna. Then Radharani became happy when he met with Krishna. Krishna also then happy when he met with Radharani, you know. Now, Sakhis always they are arrange how, you know, Radharani meet with Krishna. Their work is the Radha Krishna Pranamara Jugalabhishwar. So now Lalita, she told, oh, you can do one thing. You are change your dress. Now you are take one form of like this heaven girl, Apsari, and you try sing the nice rag, you know, nice melody. You can sing the nice melody. And when Radharani saw your very nice melody, then this heart become melted, you know. Though your name is the Krishna, you know, who is attract everybody. Then when calling you, then you make some excuse, then you can go to Radharani and then you can meet. Then Krishna go to somewhere and he change this dress. Now he make very beautiful one heaven girl. And see the out of this door, Krishna now is singing very beautiful song, melody in rag. You know, doing such a very melody. When Radharani heard this melody, then this heart became, you know, melted her heart. And when melted her heart, then Radharani asking, oh Lalita, who is sing this song? Why my mind, you know, without Krishna, my mind never attract to anybody, you know, only attract to only Krishna's quality, Krishna's voice, Krishna's flute, only my heart, only when listening, then melted. But who is singing this song? Oh, one is the from heaven, you know, some heaven planet came one, Gandharvini. So see this song, nice song. Can you call to her? Now he is the calling to Krishna. You know, Lalita knows he is the Krishna. Now he is the calling. When he enter this kunja, then Radharani half man he is make finishing. Well, why? Krishna's body have one very good smell, you know, very good fragrant, you know. And when this fragrant Radharani take, then her half man he is the finishing, you know. That when he come near, then telling, oh, where you came from? Well, I came from heaven planet. But what is your quality? Well, if somebody, I massage lotus feet, you know. If I do decorate somebody body, then this all painful is the finishing. Then Radharani tell, I also feeling so much pain from separation and so much unhappy. Well, can you do massage Radharani lotus feet? Well, yes. Then, you know, then Krishna himself is the do massage to Radharani lotus feet and doing decoration. Then Radharani Alman is the complete finishing. Then Radharani, you know, she is telling Lalita, why when I talking with this person, why I am feeling so happy? You know, why? And why are my man is the complete, you know, finishing. Without meet Krishna, my man never, you know, not finishing. Then Lalita telling, why, you know, indicate, well, she is the not heaven girl, she is the himself Krishna. He take this poem. Yeah. Then, you know, there are so many pastimes. Then, you know, say here, you know, how Radharani lotus feet is very, very rare, you know. So sometime the Kavi Jayadev, sometime is when Radharani is doing man, Smara Garala Khandanam, Mama Sirasi Mandanam. Then Krishna telling, oh Radhe, why are you doing such a man? You know, your man is so strong. So my head, I am offering your lotus feet. You left your man when Kavi Jayadev said this thing, you know, very difficult to write this thing. So here telling Brahmeswaradi,
even if the Supreme Personality Krishna, sometimes Radharani lotus feet also, very, very rare from Krishna also. So als Krishna so rausgeworfen wurde aus Radharanis Kunsch, war er sehr unglücklich und er kam zu Lalita Devi und er fragte: Lalita, was soll ich bloß tun? Ohne Srimati Radharani kann ich nicht leben. So Krishna war äußerst unglücklich und Srimati Radharani war auch unglücklich. So die Gopis, sie wollen immer Radha und Krishna zusammen sehen. Sie wissen, dass sie nur glücklich sein können, wenn sie zusammen sind. Aber jetzt hatte Radharani selbst Lalita und Vishakha beauftragt, Krishna rauszuwerfen, so was zu tun. Dann sagte Lalita Devi, es gibt eine Möglichkeit. Und zwar, du musst dich verkleiden als eine Gandhavi, als ein himmlisches Mädchen. Und du sollst kommen in dieser Verkleidung und du sollst einen wunderschönen Raga singen. Und dann wird Srimati Radharani das Herz erweichen. So, das hat Krishna getan. Er hat sich verkleidet und kam und fing wunderschön an zu singen. Und Krishna bedeutet jemand, der auf alle anziehend wirkt. So als Krishna so schön zu singen begann, dann Srimati Radharanis Herz begann zu schmelzen und sie sagte: Lalite, wer ist das, der dort singt mit so anziehende Stimme? Und Lalita sagte: Das ist ein Mädchen von den himmlischen Planeten. Sie ist gekommen, um dich zu erfreuen. Na, Dani, okay, bring sie zu mir. So als Krishna dann zu ihr kam in Verkleidung, dann als Srimati Radharani nur den Duft von seinem Körper in ihre Nase kam, dann war sofort die Hälfte von ihrem Zorn gleich verflogen. Und sie fragte dieses Mädchen: Wo kommst du her, wie heißt du und was kannst du? Und dann sagte sie: Also ich bin sehr erfahren darin, zu massieren, Füße zu massieren. Ich kann so schön Füße massieren, dass jemand all seinen Kummer und all sein Leid vergisst, wenn ich seine Füße massiere. Radharani, das ist genau, was ich brauche. Denn ich habe große Liebeskummer, Schmerz in meinem Herzen aus der Trennung von meinem Geliebten. So bitte massiere meine Füße. Dann begann Krishna Srimati Radharanis Lotusfüße sehr expert zu massieren. Und Srimati Radharani, ihr gesamter Zorn verflog und sie wunderte sich und sie sagte zu Lalita: Lalita, wie ist es möglich? Ich habe nur einen Geliebten, ich bin nur von einem angezogen in dieser Welt und das ist Krishna. Wie ist es möglich, dass ich so viel Freude und Glück erfahre, wenn diese Saki ihr meine Füße massiert? Nein, Lalita Devi, mit ihren Augen gab sie ihr Radharani einen Hinweis, dass das ist nicht irgendeine Mädchen, sondern das ist eigentlich Krishna selbst. So, und dann viele schöne Spiele. Die Lehre daraus ist, dass es selbst für Krishna manchmal sehr, sehr schwierig ist, Srimati Radharanis Lotusfüße zu erlangen. Obwohl das sehr außergewöhnlich ist, weil Krishna ist der höchste Herr, er ist Gott, für ihn ist praktisch nichts unmöglich. Ja, so als Jayadev Goswami in seiner Samadhi diesen Vers schrieb, dass Krishna sich vor Radharani verneigt und seine Frauenfeder und seine Flöte ihr zu Füßen legt. Und dann konnte er gar nicht glauben, dass sowas möglich ist, weil in keinen Schriften so etwas beschrieben wird. Und er hatte seine Zweifel. Aber Krishna selbst hat es bestätigt, dass das eine Tatsache ist, dass es selbst für Krishna manchmal sehr schwierig ist, Radharanis Lotusfüße zu erlangen. Radharani ki. So then telling Tat Paraga Paramadhuta Vaibhavaya. Telling Radharani's lotus dust in a very, very Paramadhut, meaning very, very immakal. I tell very, very surprised thing. So I am remembering Radharani lotus dust. So it's very, very, very powerful. So Bhaktivinoda Thakur telling Radhika Charana Renu Bhusana Kariya Tanu Anayase Parve Giridhari. Yeah. So if somebody Radharani lotus dust made your body, then easily you can attend to Krishna's lotus feet. Yeah. So yesterday you heard
So telling Anaradha Radha, Padam Bhoja Renu. If somebody want Krishna Bhakti Ras, necessary three things. One is the Radharani lotus dust. Second is the Radharani, you know, this is the Vrindavan Dham where the footprint of Radharani. Third is the, you know, this is who is the complete observe Radharani Krishna Prem Ras. If three things you can attend, then you can easily, this is the Krishna Bhakti. So Radharani Charana, this is the very, very rare the Radharani Charana. So Prabhupada Saraswati beschließt seinen Vers mit den Worten, dass dieser Fußstaub von Srimati Radharani Parama Adbhut ist. Adbhut bedeutet höchst wunderbar und erstaunlich. Ja, so Bhaktivinoda Thakur sagt, Radhika Charana Reno Bhushana Koriyatanu Anayase Pave Giridhari. Jemand, der sich mit diesem Fußstaub von Srimati Radharanis Lotusfüßen schmückt, der kann sehr leicht Krishna Chandra erreichen. Und wie wir gestern schon gehört haben, wenn man Krishna Bhakti erlangen möchte, braucht man drei Dinge. Man muss Zuflucht suchen bei Srimati Radharanis Lotusfüßen. Man muss Zuflucht suchen bei Srimati Radharanis Dham, ihrem Reich Sri Vrindavan. Und man muss Zuflucht suchen bei den Rasik Gottgeweihten, die völlig vertieft sind und eingetaucht sind in den Ras von Sri Radha und Krishna des Prem. Ja. Oh, yesterday you heard, you know, why Sri Sukhdev Goswami did not mention it. And if he mentioning, how he the mentioning the Srimati Radharani name. So this thing our Vishwanatha Chakravarti Thakur and Sri Sanatana Goswami and Sri Lajiv Goswami, there are many places they are mentioning where is the name of Srimati Radharani. In Bhagavad, the first sloka is the Janma Dasya Jatonaya Ditaratascha Swarthe Swabhigya Swarat Tene Brahma Hridayo Adhikavai Mujjanti Jat Surayo Tejo Bari Mridam Jatha Vinimayo Jatra Trisarga Mrisha Dhyamna Svena Sada Nirasta Kuvakam Satyang Parama Dhima. This sloka, this Vishwanatha Chakravarti Thakur, he explained this sloka, how this sloka is for Radharani. But this sloka, our Vallabhacharya, you know, they are worshipped to Krishna. So he explained this sloka only for Krishna. Only Satyang Parama Dhimahi, who is the supreme truth, you know. Who is the supreme truth? So he gave example how you tell this sloka for Krishna. So he gave example all demigods when Krishna came home of just Devaki, then all demigods, 33 crore demigods, you know, came and same time they are telling Satya Bratam Satya Paramatri Satya Satya Sojoni Nihitam Jasati. So all demigods they are telling who is the supreme truth. Only Krishna is the supreme truth. You know, they are when Krishna om, then the Garbhastuti. So you're telling this for Krishna, but Vishwanatha Chakravarti Thakur telling not only for Krishna, you can net this only for Krishna. Well, why? Well, they are Satyang Paramadhimahi. Well, they are the Param. You know, that Satyang supreme truth. I am meditated. This is the with supreme truth. This is the Param. This is the word Param. Param meaning telling this is the Parasati, you know. So to give example, Devi Krishna Mai Prakta Radhika Para Devata. Who is the supreme Devi? He telling he is the Srimati Radha Rani. So he are telling all sloka he is the explain how they are name of Srimati Radha Rani. He also explain this thing. So, wir haben gehört, dass der so viele Gründe gehört, warum Srimati Radharanis Name nicht im Srimad Bhagavatam erwähnt wird. Aber indirekt und auf versteckte Art und Weise hat Srila Shukadeva Goswami an vielen Stellen im Bhagavatam Radharanis Name erwähnt. Und unsere Acharyas, Srila Sanatana Goswami, Sri Jiva Goswami und Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, die haben das erklärt, wo überall im Srimad Bhagavatam Radharanis Name zu finden ist. Und es geht gleich los mit dem ersten Vers, dem Janmadyasyaya Tonvayat. Dieser Vers endet mit Param Satyam Dhimahi.
Param Satyam, Param bedeutet die Höchste, Satyam bedeutet die Wahrheit und Dhimahi heißt, ich meditiere darüber. So, ich meditiere über diese höchste Wahrheit. So, verschiedene Acharyas haben diesen Vers erklärt und Srila Vallabhacharya hat erklärt, dass sich dieser erste Vers, Param Satyam Dhimahi, dass sich das auf Krishna bezieht. Und er hat ein Beispiel gegeben, dass im Srimad Bhagavatam, als Krishna im Mutterleib von Devaki war, kamen 330 Millionen Halbgötter und haben zu Devaki, Devi, zu diesem Krishna im Mutterleib von Devaki gebetet. Und dort sprechen sie überall Satyam, 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 erklären, warum dieser Krishna in dem Leib von Devaki Devi die höchste Wahrheit ist. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur hat erklärt, dass Satyam, Param Satyam ist nicht nur Krishna, sondern die Param Satyam bedeutet Radha Krishna zusammen. Oder beziehungsweise kann man auch das so verstehen, dass er nur für Radharani gilt, dieser Vers. Und er hat auch Beispiele dafür gegeben in den Schriften, wo das Srimati Radharani als Paradevata bezeichnet wird. Sri Radharani ist Parashakti, die höchste Energie. So Paradevata, Param Satyam, die höchste Wahrheit, kann auch verstanden werden als Srimati Radharani oder als Sri Radha und Krishna zusammen. Yes, so telling is the now coming question, the first slog is the meditation, you know, the first slog is the samandha. And the Bhagavad second slog is the abhidaya. This is the bhav. And third slog is the asrivad, you know, give the benediction. This asrivad. So first slog is the meditation, you know, and the samandha tattva. With whom you are keep this samandha tattva and meditation. So telling satyam param dhimahi. But now coming question, who is the telling this slog? This slog telling the Sukhdev Goswami. And who is the Sukhdev Goswami? He is the Sri Sukha, Radharani's parrot. That our some Vedic tradition is the Prathamanto Gurum Pujyam Tatashchaiva Mamarchanam Kurban Siddhim Apnot Janata Nisval Bhavet. Krishna, you know, himself telling, you know, Prathamanto Gurum Pujyam, first you are worshipped to Gurudev. Then you can worship to me. Without worship to Gurudev, if somebody direct worship Krishna, this puja became useless. So useless, now Sukhdev Goswami Guru, he is not Krishna, he is the Radharani. So he is the Sri Sukha, Radharani spirit. So necessary he first offering obeisances to our Gurudev. Yeah. So offering obeisances to this one Gurudev, his Gurudev is the Srimati Radharani. So telling, who is the Satyam Paramadhimai, who is the Supreme Truth? Supreme Truth of the Srimati Radharani. First you meditate, first you do offering this obeisance to Srimati Radharani, you know. So when Sri Chaitanya Mahaprabhu, he doing Brajamandala Parikrama, then he went to Bahulavan. When he went to Bahulavan, then he saw, oh, there is the one she parrot and one he parrot. Each other is quarrel there, you know, they are quarrel. So he parrot take the side of Radharani, she parrot take the side of Krishna, and she parrot take the side of Srimati Radharani. Then he parrot telling, oh, you know, my Krishna, he carried this Giriraj Govardhan. She parrot, hey, stop you. Krishna is the carry the Giriraj Govardhan, not impossible. Well, how? Well, Krishna, he carried the Giriraj Govardhan. Who is hand? Well, left hand, you know. Left hand, well, who is finger? Well, left finger. How he carried this Giriraj Govardhan? By this own power. Well, what is the Krishna's power, Shakti? Well, Srimati Radharani. So who is the carry this Giriraj Govardhan? Sri Radha Rani. Yeah. So our Hindi, you know, there one Hindi one Kirtan. बोले कछु माखन का बल बैठे हो कछु गोपन करी सहाय राधा रानी की कृपा से गिरिवर लिया उठाए दिस ब्रजवास स्टार टेलिंग कृष्णा हाउ दिस कैरी दिस गिरिराज गोवर्धन बोले नो ब्रज गोपी एवरी टाइम ही गेव टू कृष्णा सम मक्खन यू नो बटर सो दिस बटर ही गेव टू स्ट्रेंथ यू नो So Krishna carried this Giriraj Govardhan. But if Gopi did not pay to Krishna's better how Krishna carried this Giriraj Govardhan. Kachu maakhan ka bal badho, kachu gopa ne kari sahai. When Krishna this Giriraj Govardhan, all this gopa, you know, that's Krishna's friend and gopa, take their sting and put like this, you know. They are put like this. Well, gopa ne kari, so gopa, they are doing help to Krishna. And then
भले राधारानी की कृपा से गिरिवर लिए उठाए मर्सी अब श्रीमती राधारानी कृष्ण ही क्यारी दिश गिरिराज गोवर्धन है ना राधारानी नो हुए कृष्ण क्यारी दिश गिरिराज गोवर्धन राधारानी ही लुकिंग लाइक दिस ओ गिरिराज इफ यू केम डाउन देन यू नो बाई माई एंग्री आई कैन बर्न टू यू So you never came to down Radharani, you know, she liked this Giriraj Govardhan, you can stay only there, never came to down. So, you know, there are some kabis, they are telling, Radha, mercy of Radharani carry the Krishna Giriraj Govardhan. So this verse, Janmadhyasya Yataha, is the erste verse from Srimad Bhagavatam. And this is bedeutsam, weil der erste Vers Bhagavatam, der gibt das Sambandha, der gibt die ganze Beziehung und die Meditation für dieses, für das ganze Buch und für die ganze Schrift. Ja, so der erste Vers ist Sambandha, der zweite Vers ist Abhidhaya, der ist, beschreibt die Bhav, die Stimmung, die in diesem Buch vorherrschend ist. Und der dritte Vers, Nikama Kalpataro, der gibt die Segnung, die praktisch in diesem Werk zu bekommen ist. So, dieser erste Vers vom Srimad Bhagavatam, der wird gesprochen vom Sukadev Goswami. Und als erstes, wenn man über spirituelle Themen spricht, das erste, oder bevor man Krishna verehren will, das erste, was man tun muss, man muss den Guru verehren. Pratamam tu Gurum Pujya. Erst soll man Krishna verehren, erst soll man den Guru verehren, dann soll man Krishna verehren, denn ansonsten wird die Verehrung von Krishna nutzlos und ohne Früchte sein. So, deswegen hat Srila Sukadev Goswami in diesem ersten Vers vom Srimad Bhagavatam verehrt er seinen Guru. Und wer ist sein Guru? Srimati Radharani. Weil Sukadev Goswami ist Radharanis Papagei. So, Srimati Radharani ist sein Gurudev. Ja. So, deswegen, wenn er im ersten Vers sagt, Param Sadyam Dhimahi, ich meditiere über diese höchste Wahrheit, und dann bezieht sich diese Aussage auf Srimati Radharani. Okay, so. Dann. Als Sri Krishna den Govardhan-Hügel hochgehoben hat, dann, also einmal Chaitanya Mahaprabhu kam nach Vrindavan, nach Bahulavan. Dort, als er dort umherspazierte, sah er zwei Papageien, einen männlichen und einen weiblichen Papagei. Und der männliche Papagei hat Krishna verherrlicht. Und der weibliche Papagei hat Srimati Radharani verherrlicht. Ja. So der männliche Papagei hat gesagt, mein Krishna hat den Govardhan-Hügel hochgehoben. Und der weibliche Papagei sagte, ach wirklich, wie hat er ihn denn hochgehoben? Ja, mit der linken Hand und an der linken Hand den linken Finger. So, das heißt, links von Krishna ist immer Krishnas Shakti. Ja. So deswegen hat eigentlich nicht Krishna diesen Govardhan-Hügel hochgehoben, sondern Krishna Shakti hat diesen Govardhan-Hügel hochgehoben. Das ist Srimati Radharani. Ja. Wie kann dieser, gibt einen sehr süßen Hindi-Bhajan, hat Maharaj vorgesungen. Und da heißt es, wie kann dieser Krishna, der kleine Krishna, den Govardhan-Hügel hochheben? Der kann ihn nur deswegen hochheben, weil die Gopis ihn immer mit Butter füttern. Ohne wenn die Gopis ihm nicht Butter füttern würden, hätte er keine Kraft, den Govardhan-Hügel hochzuheben. Und außerdem, als Krishna so den Hügel emporhieb, dann haben all die Kuhhirtenjungs und die Gopas, die haben ihre Stöcke genommen und die haben den Govardhan-Hügel gehalten, weil sonst hätte Krishna den ja nie halten können. Und außerdem hat Srimati Radharani mit bösem Blick auf diesen Govardhan-Berg geschaut und hat gesagt, wenn du runterkommst, verfluche ich dich, dass du zu Asche verbrennst. So deswegen wage es nicht, runterzukommen. So durch Srimati Radharanis Barmherzigkeit ist dieser Govardhan-Hügel von ganz alleine in der Luft geblieben und nicht, dass Krishna den etwa hochgehoben hätte. Radharani ki jai. And you know, he parrot telling, oh, Krishna always keep this peacock feather on the head. Then she parrot telling, you know, why he keep this peacock feather? Well, why? Well, they are the Radharani's name is the they are. You know,
So he is the always Krishna carries this peacock feather. Then he parrot tell Krishna is the Madan Mohan. Then she parrot telling, you know, when Radharani is the left side of Krishna, then is the Madan Mohan. Without he only the Madan, you know, only then is the Madan. So, and then he parrot telling, you know, Krishna always stand in the under this tree of this kadama tree, you know, under the kadama tree always playing flute. Then she parrot telling, you know, why? Krishna only stand up in the kadama tree. Well, why? Well, kadama tree is the signification of Srimati Radharani, you know. And Radharani always came to there. So Krishna is no. Radharani came to here. So he is the playing, you know, stand is the playing the flute there. So there is the there are so many things. And Krishna, why? Three places the bandit, you know, Krishna. Well, why? Why? But she is standing the behind, you know, Radharani always the behind of Radhar Krishna's. The Radharani love of Radharani, she easily became the three, you know, bound. See the broken vatali, the crooked the three places by prem, you know, bhakta's prem. So they are telling is the so telling here. So who is the main thing? Main is the Srimati Radharani. Glory is here. Dieser männliche und weibliche Papagei, die sprachen miteinander. Und der männliche Papagei, der verherrlichte Krishna, sagte, mein Krishna, der trägt eine wunderschöne Pfauenfeder auf seinem Kopf. Und der weibliche Papagei sagte, ja, aber weißt du wieso? Weil auf der Pfauenfeder Srimati Radharadis Name drauf ist. Ne? Diese Form ist wie der Sanskrit, Radha. Deswegen hat Krishna diese Pfauenfeder auf seinen Kopf gesetzt. Dann sagte der männliche Papagei, mein Krishna ist Madan Mohan. Der weibliche Papagei sagt, no, no. Madan Mohan ist Krishna nur, wenn er mit Srimati Radharani zusammen ist. Ohne Radharani ist er nur Madan. Madan Mohan heißt der Bezauberer des Liebesgottes. Ohne Radharani ist er Madan, ist er Liebesgott, okay. Aber Madan Mohan wird er erst, wenn Srimati Radharani dabei ist. So, dann sagte der männliche Papagei, mein Krishna spielt wunderschön unter dem Kadamba-Baum auf seiner Flöte. Dann sagte der weibliche Papagei, ja, aber dieser Kadamba-Baum deswegen, weil Kadamba-Baum Radharani repräsentiert. Und Radharani kommt immer zu den Kadamba-Bäumen und weil Krishna wusste, dass dieser Radharani dort war, und dieser Baum Radharani repräsentiert, deswegen ist er dorthin gekommen, um seine Flöte zu spielen. Und dann sagte der männliche Papagei, mein Krishna steht wunderschön in einer dreifach geschwungenen Form. Und der weibliche Papagei sagt, und zwar deswegen, weil Radharanis Liebe ihn so verbogen hatte, so geformt hatte. So, und der Punkt hier ist, dass Srimati Radharanis Herrlichkeit und ihre Größe überall prominent ist. Ah, so he is the Satyang Paramadhimahi, meaning first if meditate to Srimati Radharani, without mercy of Radharani, nothing happening. So now telling Janma Dasya Jataha, and Vishwanatha Thakur, all slok, he mentioning how they are mentioned to Srimati Radharani. Mali Janma Dasya Jataha, Jata meaning from where, yeah, Janma meaning creation, Adya meaning Adiras, yeah, where is the came, all ras came from to where, you know, so who is the rasa Swarupini, Ananda Swarupini Srimati Radharani, so Prabhadananda Saraswati, this Radharasa Sudhanidhi, he telling like this seven ocean, you know, seven kind of ocean, one is the ocean of milk, one is the ocean of this is the honey, one is the ocean of is the there is the this is the milk, one is the ocean is the alcohol, one is the ocean of this is the juice, one is the ocean of salt, one is the ocean of sweet water. There is seven, you know, ocean of seven ocean. Telling like this, Sri Radharani have also seven oceans present. You know, seven oceans. Vaidek Dhi Sindhu.
Rasaika Sindhu, Ranuraga Sindhu, Vatsala Sindhu, Lavanya Sindhu, Rasamurti Sindhu, you know. So, Sri Radhika Smuratume Hridakeli Sindhu. So, Prabhadananda Saraswati is telling, like this Srimati Radharani also, seven ocean is the present also Srimati Radharani. She is the Anuraga Sindhu, Lavanya Sindhu, Prema Sindhu, Bhakti Sindhu. This is the all Sindhu is the present Srimati Radharani. That meaning is the Radharani is the complete is the essence of all ras, you know. So telling this is Adi Ras coming from to whom? Well, Adya Ras meaning every ras came from the Srimati Radharani. She is the original person. So all gopi, you know, all, what is this all gopi? This is the all gopi, the Ananda Chinmaya Rasa Prativhavitabhi. Why Radharani? She takes so many forms of a gopi. Radharani, when he saw this one form, I cannot satisfy, cannot do serve to Krishna many way. Then Radharani, one mood. Then he take the one form of gopi, like this Lalita. What is meaning Lalita? Lalita meaning Sundar, beautiful. Radharani is beautiful, take one form of this Lalita. Tunga Vidya, what is the meaning Tunga Vidya? Top of knowledge. So Radharani is the top of knowledge, take form one the Tunga Vidya. Chitra, meaning arts. Radharani arts, you take the one form of, this is the Rupa Manjari. What is Radharani form, you take the one form. So this is the all gopi meaning Radharani's mood, you know. He take the one form of, this is the all gopi's form. So Janma Dasya Jataha meaning all ras come from to where? Well, came from to Radharani. They gave example like this one Manas Sarovar, you know, big Manas Sarovar, one big pond, you know. There are so many streams came from this Sarovar. So many streams came to like this. Srimati Radharani is the like this one, endless ras. There are so many streams, is the, you know, so many streams is the go many ways. This stream is the, like this, you know, this is all gopis, you know. Many, this is the, how many gopis, so many gopis they are. Five kind of these gopis, you know, they are, so many gopis, there Radharani, so many mode is the, take different form of this Braj gopis mode. She is the, you know, unlimited way, form way, she, you know, take the unlimited form, you know, unlimited form, and many way, she doing service of Srimati Radha, Sri Krishna. She want to get pleased to Krishna, so he take the unlimited form, an unlimited form where he doing service to Krishna. So telling the Janma Dasya Jataha, meaning all rasa came from the Srimati Radharani. So this is the first verse from Srimad Bhagavatam, in dem es heißt, Param Satyam Dhimahi, ich meditiere über diese höchste Wahrheit, der bezieht sich also auf Srimati Radharani. Und dieser Vers beginnt, Janmatyasya Yatonmayat, Janmatyasya Yata, der, von dem alles ausgeht. So, dieser Vers wird manchmal so erklärt, der, von dem die ganze Schöpfung ausgeht. Aber die wirkliche Bedeutung von diesem Janmatyasya Yata bedeutet, der, von dem, oder diejenige, von dem aller Ras ausgeht. Alle Arten von Schönheit und Lieblichkeit und Freude und alles. So, dieser ursprüngliche Srimati Radharani, sie ist Raseshwari, sie ist der Herrin und der Ursprung von allem Ras. Na, so wie es in dieser Schöpfung sieben Ozeane gibt, den Milchozean, Süßwasserozean, Salzwasserozean, Schnapsozean und Ghee und noch zwei, Zuckerwasser und Salz. Juice. So, genauso hatte Srimati Radharani ist der Ursprung von sieben Ozeanen von Ras. Ja? Nämlich Lavanya Ras, Ozean der Lieblichkeit, der Prema Ras, der Liebe, dann, oder Lavanya Ras. Lavanya Sindhu, Rasamurtega Sindhu, Kripa Sindhu, Anuraga Sindhu. Anurag, Anziehung zu Krishna, Kripa Sindhu, Barmherzigkeit. Yeah. So viele Arten von Ozeane von Ras, die gehen von Srimati Radharani aus.
Na, so ist, wird wirklich verglichen, so wie der Manasarovar, das ist ein riesiger See, von dem große Ströme ausgehen, die alle möglichen Arten von wunderbaren Juwelen und Gold und alles erzeugen. Genauso ist Srimati Radharani der ursprüngliche See, von dem alle Arten von Schönheit und alle Arten von Ras ausgehen. Ja, so als Srimati Radharani, um Krishnas Freude zu erweitern, hat sie sich in verschiedene andere Gopis erweitert. Das heißt, Srimati Radharanis Lieblichkeit, Lalitam, hat die Form angenommen von Lalita Sakhi. Radharanis Wissen hat die Form angenommen von Tungavitta Sakhi. Radharanis Kunstfertigkeit und Geschick hat die Form angenommen von Chitra Sakhi. Ihre Schönheit, ihre körperliche Schönheit hat sich manifestiert als Rupa Manjari. Ja, und so auf die Art und Weise ist dieser ursprüngliche Rasa, diese ursprüngliche Quelle von aller Schönheit und aller Lieblichkeit, hat sich überall auf dieser Welt manifestiert in verschiedenen Formen, aber der Ursprung von all diesem Rasa, das ist Srimati Radharani. Hello, Radharani ki. So, here telling Janma Dasya Jataha Anaya Ditaratasya. But rasa, how manifested this rasa? So telling Anaya Ditaratasya. They are telling then Krishna, Radha, you know, Krishna is very beautiful, very, very beautiful. But he is the topmost beautiful when manifested. So, Rupa Goswami, they are telling, when Radharani is the Swadhini Bhatrika and Krishna when is the Anukul Nayak, you know. Swadhini Bhatrika means Radharani when becomes sulky mode, and Swadhini, but Krishna Anukul Nayaka means when Krishna completely controlled by Srimati Radharani. Then Krishna is always very beautiful, very beautiful. But then Krishna completely beautiful came out when the complete Krishna is the, you know, under of Srimati Radharani, control of Srimati Radharani. Then it's more beautiful. Yeah. So maybe this is the Brihat Bhagavatamritam. You know, Brihat Bhagavatamritam, maybe you know, when Krishna thinking about Braj, thinking Braj, he became fainted. But now everybody so much think how Krishna conscious came. Then Brahma, he created Nava Vrindavan. Yeah? And take to Krishna to there. And this whole body became decorated this like this. Braj's dress. And then all Mahishis, they are telling you are hiding. So people says, you know, Krishna don't understand I am, he is the Dwaraka, he understand I am the Vrindavan. So they are flowing this ocean there. And they are Nava Vrindavan make like this, you know, Nanda Baba, Madhara Yasoda, Kahwad Baej, Kaf there. And when Baladev Prabhu also dressed this change this dress, he became also Braj dress. And going, oh Kanhiya, oh Kanhiya. Now he's still sleeping, you saw. You know, sun rise, all Sakha wait for you, you know. You know, they are telling, you know, they are joking you, now still you sleep. Then Krishna completely, you know, observed the Braj mood. Then slowly Krishna, in the consciousness, then he saw in this dress is already, before he thinking about Braj, you know. So he fainted. When he saw this dress, the Braj dress, and their mother Yasoda take the buttermilk and wait. And they all gopis and Sakha and cowherd. Now Krishna, he thinking now, I am in the Braj, you know, I am in the Braj now. Then this all Satyabhama, Kalindi, Mitrabinda, they are, you know, some little bit further, they are hiding where they are looking Krishna. And when they are saw to Krishna's form, you know, when he the Krishna present the Braj. Now Krishna think on the Braj. This all activities now like this Braj when he stay. And Padma, he the mother of Kansa, he old, he the 100 age old. But when he saw to Krishna this beauty, Krishna's, now he thinking I'm completely a young girl now. Maybe 16 age girl. Now she become mad, you know. Now she want cast Krishna, even he the old, 100 old age. But he want cast Krishna, you know, embrace to Krishna. You know, and all this Mahesi become, you know, mad. You know, when the Krishna's beauty and when Krishna see the form of this gopis and saw Radharani make man kunja, how Radharani looked to Krishna, also Krishna is thinking Radharani looked to me,
You know, that time Krishna's poem you saw, everybody became bewildered. You know, bewildered. So they're telling Krishna beauty when the topmost beauty Krishna, but when Krishna is the Swadhini Bhatrika, Radharani, when Krishna is the Anukul Nayak, you know, completely in under to Srimati Radharani. So telling when is the this Janma Dasya, this Ras, when is the completely manifested, but when Radharani, he the completely in control of Srimati Radharani love affection, then his beauty, the topmost beauty, then. You know, this thing, this is Vishwanath Chakravarti, they explain yes. How this sloka is mentioned to Srimati Radharani. Yes. Now, this is the first verse from Bhagavatam. Janmadyasya yatonvaya itata itata itaratas. So, anya itaratas. Ja, das beschreibt, dass Srimati Radharani tatsächlich der Ursprung und die Herrscherin über alle Schönheit, allen Rasse ist. Dieser Krishna ist schön, ohne Zweifel, aber Krishna ist nur dann schön, oder seine schönste Form offenbart er, wenn er Srimati Radharani sich unterordnet. Das heißt, wenn Srimati Radharani durch ihre Liebe, durch ihren Mann Krishna vollkommen kontrolliert und Krishna sich ihr unterordnet, zu der Zeit ist Krishna schöner als zu irgendeiner anderen Zeit. Und der Beweis dafür ist, dass einmal Krishna in Dwarka war und dort wie verrückt wurde in Gedanken an Braj, als er über Braj meditiert hat. So, und das wurde so schlimm, dass Krishna in Ohnmacht gefallen ist und nicht wieder zu sich gekommen ist. Dann kam der Krankenwagen. Na, dann haben sie überlegt, was sie tun können. Und dann haben sie gedacht, die einzige Möglichkeit ist, dass wir einen Brindavan hier in Dwarka erzeugen müssen, damit Krishna glaubt, dass er ein Brindavan ist. So, dann hat Brahma dort einen Garten manifestiert, Nava Brindavan, das neue Brindavan. Und dort war alles genauso wie in Brindavan. Es gab Bildgestalten von Yashoda und Nanda Baba und den Gopis und Kunjas und Kühe und Gopas und alles. Und dann haben sie Krishna angezogen, wie er in Brindavan, in Braj angezogen war, mit Pfauenfeder und Pitamba. Und Baladev hat auch die Kleidung von einem Kurhirtenjungen angezogen. Und dann ist Balaram zu Krishna gekommen und hat gerufen, Kanhaya, wieso schläfst du noch? Es ist schon spät und alle Kühe wollen auf die Weide. Wie kannst du hier schlafen? So, als Krishna das gehört hat, dann kam er langsam zu Bewusstsein und hatte sich umgeschaut und er hat tatsächlich gedacht, ich bin im Braj. Und zu der Zeit, alle Königin, Krishnas Königin, haben sich versteckt, um zu sehen, was Krishna tut. Und als sie gesehen haben, als Krishna jetzt in seiner Braj-Stimmung war, da war Krishna so schön, wie sie ihn noch nie zuvor gesehen hatten. Und Krishnas Schönheit war so stark, dass selbst der Padma ist die Frau von König Ugrasen, praktisch die Königin Mutter sozusagen. Sie war schon 108 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, aber als sie diesen Krishna so gesehen hat mit der Schönheit, dann hat sie gedacht, oh, ich bin auch ein junges Mädchen, 16 Jahre, und sie wollte losrennen, um Krishna zu umarmen. Und schließlich hat Krishna sich umgeschaut und dann hat er die Kunjas gesehen und Srimati Radharani in dem Kunj, wie sie zu ihm schaut, ja, wie sie auf ihn blickt. Und Krishnas Schönheit zu dieser Zeit war so außergewöhnlich, dass alle Einwohner von Dwarka völlig verwirrt wurden, als sie diese Schönheit von Krishna gesehen haben. So, deswegen dieser erste Vers vom Srimad Bhagavatam, der beschreibt eigentlich die Herrlichkeit von Srimati Radharani. Radharani ki. So this is the one meaning. So another meaning, Vishwana Anuyaditaratascha. Anayat meaning who is the Anuyat meaning who is the following. Itaratascha meaning when Radharani doing man. Yeah. Like this when Krishna doing Rasa Lila,
and doing Rasa Lila, then what happening? Radharani doing Maan. Well, why he doing Maan? Well, she doing Maan. Radharani make very one beautiful garland without thread. You know, one garland make no thread there. You know, there are such kind of some flower there, India. You know, without thread you can make one garland. Very nice garland Radharani make. And put the neck of Krishna. And when put the neck of Krishna, then after some time Krishna this take out this garland, this neck. Why? When he meet with Radharani, he makes some between disturbing. So take out this mala and hanging one tree. But one parrot, what happening? This parrot catch this garland and sky, he fly the sky. Then Chandravali saw this thing, you know. This parrot carried this garland, very beautiful garland. Then Radharani, this Chandravali, he telling, oh parrot, I gave you granulate. You know? Permanent garnet I gave you. Come here. Then gave. Then this parrot came. And he gave this permanent garnet. And he take this mala. You know, this is parrot. And take this mala and this here. And very nicely decorate this. You know, here. Or India sometimes they are decorate. When decorate, then Lalita, she saw this garland Radharani she make by own hand and gave to Krishna. But how this garland came to hear of this Chandravali? Then Lalita became this complaint to Radharani, you saw, you know, you make this garland for Krishna, but how this garland came to Chandravali? Then Radharani became sulky mood, you know. He became some sulky, you know. I am make such a garland for Krishna, but Krishna he gave Chandravali. Then he became man. When man, then Radharani left this Rasa Lila. When left Rasa Lila, but yesterday you heard, even there, every gopi is there. Even Krishna is there, you know. Either Raseswar, even Krishna, all gopi is there. But when Radharani left Rasa Lila, then Rasa Lila the broken. Well, why? Radharani is the Raseswari. Without Radharani, impossible this Rasa Lila going on. Yeah, this all thing is broken. Then now Anyat. Anyat meaning when Radharani left the Rasa Lila, then Krishna he followed to Radharani. Now itarasta meaning when Radharani becomes sulky mood, you know. And Anyat meaning Krishna he followed to Srimati Radharani. Why Radharani left the Rasa Lila? Now Krishna telling how can satisfy to Radharani. Radharani to man. Then telling he can do one thing. Krishna he left Rasa Lila, go to some kunja and complete dress he changed. Now Krishna he became one Syama Sakhi. Form of Syama Sakhi. Now Krishna telling, oh Sakhi, you want to go to searching Krishna. Krishna also left Rasa Lila. Well, left Rasa Lila, you want searching to Srimad Krishna, but how you can search it? But you have got two person. You know, searching to two person. Then Krishna, what he do? He cast a hand of Radharani. But Radharani, she don't know, she is the Krishna, you know. Now Krishna, he cast the Radharani's hand, telling your two person go search to Krishna. Cast Radharani's hand and take to her one place. And then Krishna, nice flower is the, you know, what telling. Collected nice flower and make very nice garland, you know, and decorate to Srimati Radharani. Well, who are? Well, Sringar Bhatt. You know, Vrindavan, they are Sringar Bhatt, they are. Krishna, he want satisfy to Srimati Radharani, so he make very nice flower, you know, garland. And this Radharani here, hand, neck, very nicely Krishna is the decorator to Srimati Radharani. So here telling Anuyaditaratascha, Ditaratascha meaning when Radharani becomes sulky mood, Anuyat meaning when Krishna he followed to Srimati Radharani. Yeah. Then Ras when the manifested, but then either manifested when Krishna followed to Srimati Radharani and decorated, you know, this kunja, then this all Ras came there. Eine andere Bedeutung von dieser Zeile. Janma jasya yatom vayat itaratash. Anaya itaratash bedeutet, bezieht sich auch auf Krishna, der Radharani folgt, wenn sie zornig wird, eifersüchtig wird. So, zu dieser Zeit manifestiert sich
Alaras. Das ist eine Bedeutung von der Zeile. Und das wird beschrieben, dass einmal Srimati Radhika eine wunderschöne Girlande für Krishna machte, und zwar aus Blumen, wo man keine Schnur braucht, sondern die man so zusammen flechtet. Ja? Und sie hat eine wunderschöne Girlande gemacht und Krishna umgehängt. Und Krishna, etwas später, hat er diese Girlande kurz an einen Baum gehängt. Aber was passiert ist, ist, dass ein Papagei gekommen ist und diese Girlande genommen hat und damit weggeflogen ist. Und Chandravali sah diesen Papagei mit dieser Girlande fliegen und hat ihn zu sich gelockt mit ein paar Granatapfelsamenkörnern. Und der Papagei ist zu ihr gekommen und sie hat ihn gefüttert und hat die Girlande genommen und hat sich die Girlande um ihr Haar geflochten, um ihren Zopf geflochten. So, dann im Rassetanz, dann plötzlich sah Lalita, dass Chandravali dieselbe Girlande umhatte, die Radhika für Krishna gemacht hat. Und dann hat sie natürlich Radharani davon erzählt. Und Radharani hat natürlich gedacht, dieser Krishna hat die Girlande, die ich für ihn gemacht habe, hat sie jetzt Chandravali gegeben. Und sie ist sehr böse geworden und hat den Rassetanz verlassen. So, wenn Srimati Radharani, sie ist Raseshwari, wenn sie den Rasetanz verlässt, dann gibt es kein Ras mehr. Obwohl Millionen von anderen wunderschönen Gopis dort waren, konnte Krishna nicht den Rasetanz ohne Srimati Radharani genießen. Und deswegen lief er ihr hinterher. Alle Gopis haben Krishna, und dann ist Krishna weg gewesen, so alle anderen Gopis haben angefangen, Krishna zu suchen. Zu der Zeit hat Krishna selbst die Form von einer Sakhi angenommen. Man hat sich verkleidet als Shyama Sakhi, als eine schwärzliche Gopi, und hat gesagt, oh, lasst uns alle Zweiergruppen bilden, um Krishna zu suchen. Dann haben wir mehr Chancen, ihn zu finden. So, dann haben sich alle Gopis in Zweiergruppen aufgeteilt und diese Shyama Sakhi hat die Hand von Radharani ergriffen, um mit ihr zusammen suchen zu gehen. Und dann hat er sie zum Sringavat gebracht und dort hat er Srimati Radharani hingesetzt. Mit seinen eigenen Händen hat Krishna angefangen, Srimati Radharani zu schmücken, ihr eine Girlande für sie zu flechten und ihre Haare zu dekorieren und so weiter. So, das ist die, zu dieser Zeit, als Krishna Radharani folgt, wenn sie eifersüchtig ist. Und das ist zu dieser Zeit, wo sich der höchste und beste Rasa manifestiert. Deswegen das ist die höchste Bedeutung von diesem ersten Vers vom Bhagavatam, Janmadhyasya Vatoon Vayat Itaratash, bedeutet der höchste Rasa, der sich manifestiert, wenn Krishna Srimati Radhika folgt. Sri Radha Rani ki, oh, I think you are drinking so much nectar, you know. But if you only drinking nectar and nectar sweet, sometime belly becomes sometimes bad, you know. So necessary sometimes take neem ras also. Without neem ras, this is the network digestion, you know. Yeah? Can tell what I tell. Also, ihr trinkt hier so viel, esst hier so viel Süßigkeiten. So viel Süßigkeiten kriegt man Verdauungsschwierigkeiten. Deswegen ist wichtig, ab und zu ein bisschen was Bitteres zu essen. Okay, so necessary we are drinking some neem ras also. Yeah. So you know there I explained this half slope. Evening time you can listen your whole slope. Evening time half is the left. Evening time listening this thing. So necessary, you know. So this is the manasikya. You can listen one slope in manasikya. Okay. Without we are listening this link, this Swamiji, nectar very difficult to digestion. So one slok, you are listening to Manasikya. Tell. So, heute Abend wird Maharaj weiter über den Vers sprechen. Er hat jetzt die Hälfte von dem Vers erklärt. Und heute Abend weiter mit der anderen Hälfte. Und jetzt werden wir einen Vers aus dem Manasiksha hören. Einfach damit wir ein bisschen runterkommen und ein bisschen Philosophie hören. Also, das ist das Verdauen. Okay.
So this Manasikya written by Sri Raghunath Das Goswami. Raghunath Das Goswami, he is our Prayojana Acharya. You know, he is our Prayojana Acharya. But our Prayojana is the Anarpita Charinchira. This is the love of Srimati Radharani. This is our. But how can attend? So Raghunath Goswami, he is writing this Manasikya. Man is our main. You know, our 11th essence you have. But this 11th essence, who is the main? The man is the main. If the man telling, oh, today you can go to some Vaishnavas coming, listening Harikatha, necessary can go there, then all senses come here, listening Harikatha. If telling man, oh, no need, always coming Vaishnava, today you can go to some party, some going to cinema, somewhere some friends there, go there, then what happening? This all senses then follow to you. So main is this man. So Prabhupada, he told, in a morning time when you wake up, take your own suit and 100 times you try beat your mind, you know. This mind is so nonsense, you know. Very difficult he came to this spiritual life, chanting holy name and bhajan. And in a bad way, no need to, you know. He easily go to a bad way. Very hardly he try to follow to, you know, this is the spiritual life. So Raghunath Das Goswami, he had this Manasikya. Manasiksha wurde von Srila Raghunath Das Goswami geschrieben. Raghunath Das Goswami ist our Prayojan Acharya. Prayojan bedeutet, was unser höchstes Ziel ist. Und er ist derjenige, der uns gezeigt hat, wie wir das höchste Ziel erreichen können. Was ist dieses höchste Ziel? Unata Ucchala Rasams Bhakti Sriyam. Dieser Dienst zu Srimati Radharani, in ihre ekstatische, leuchtende Liebe zu Krishna. So, dieser Manasiksha ist ein Gebet an den Geist. Wir haben 11 Sinne mit dem Geist und der Geist ist aber der wichtigste von diesen 11 Sinnen. Was der Geist sagt, das werden wir tun. Wenn der Geist zu uns sagt, oh, da ist ein Sadhu in Bad Cannstatt, dann sollte ich jetzt hingehen. Dann die anderen Sinne werden auch folgen, dem Geist folgen. Aber wenn der Geist sagt, auch schon wieder, Sadhu, heute habe ich Lust auf Party, dann werden alle Sinne dem Geist folgen und zur Party gehen. Also dieser Geist ist sehr widerspenstig. Der macht gerne alles das, was schlecht ist und nur sehr ungern das, was gut für uns ist. Deswegen hat Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gesagt, gleich morgens, wenn man aufsteht, soll man seine Schuhe nehmen und den Geist 100-mal schlagen, damit er am Tag das tut, was gut ist für unser Krishna-Bewusstsein. So, no, Bhagavan Kapiladev, he also tell her mother, when asking question, Dehuti, oh my son, my mind is so stupid, you know, I am the old man. Mostly a man mind is so restless man in mind, going here, there, this, that, you know, so many, very difficult to control my mind, you know. So what can I do? Then Bhagavan Kapiladev telling, well, mother, man is this mind, you know, man is this mind. Then mind he can take to Helen's planet and this mind take to Vrindavan. She gave example like the one key, you know. There one key, there one lock, only one key. And this key when turn this left side, then is the close. And when right side turn this key, then is the open. Only one key, you know. But she is the close also and opening also. Then like this, when this mind, they are used to Krishna consciousness, this then you can free up this material existence. And when this mind use this material world, then it bind. So, mother, mind is the main thing, is the mind. So, einmal, als Kapiladev seine Mutter Devahuti unterwiesen hat, hatte Devahuti zu Kapiladev gesagt, oh, was soll ich tun? Mein Geist ist sehr widerspenstig und bösartig. Ich möchte gerne mich mit guten Dingen beschäftigen, aber mein Geist zieht mich immer herab. Also Kapiladev hat gesagt, meine Mutter, der Geist ist sehr, sehr wichtig. Ne? Ist überhaupt die wichtigste
Beachtung muss man dem Geist geben. Der Geist, er kann uns entweder in die Hölle bringen oder er kann uns in die spirituelle Welt bringen. Das ist wie mit einem Schloss. Der Schlüssel ist der gleiche, aber wenn man es rechts rumdreht, wird es zugeschlossen und wenn man es links rumdreht, wird es aufgeschlossen. Also der Geist, wenn er richtig benutzt wird für Krishna-Bewusstsein, kann er uns aus der materiellen Verstrickung befreien. Ja, und der Geist, wenn er falsch benutzt wird, dann würde er uns fesseln an diese materielle Existenz. Yeah, so Bhagavan telling, oh mother, only very very simple way, you know, if you want free of this material exist, very simple way, this is the sadhu sangha, you know, you are the sadhu sangha, telling you can, your all love, affection, you can give to only sadhu sangha, yeah, then you can easily, you can free of this material existence, you know, so many the sadhu sangha, so then also telling so many things. So this is the man, is the mind. So he gave Raghunath Das Goswami, he telling, if you want to enter the spiritual life, first what you can do? Well, Guru, Goshte, Goshtalaye, so Sujane, Bhusurgani. Then telling, oh mind, I catch your lotus feet, you know. He telling, I catch your lotus feet. Well, why? His mind is the nonsense, you know. See, mind never want to go to spiritual life. And never want to think Krishna, easily go to bad way. So he telling, you can listen to my word, I catch your lotus feet, you know. I catch your lotus feet. When what catch your lotus feet? First, you can do love affection to Guru. Guru meaning, not Guru. There is the plural, not singular, you know. This is plural there. Plural meaning, not only your Guru, this is the Guru. One is the Dikya Guru, Sikya Guru, Bharatma Pradasa Guru, and there is Antarjami Guru. You know, there are five kinds of Guru. So you can do love affection to everybody, you know. You can do love affection. So Kapila Dev sagte daraufhin zu seiner Mutter, liebe Mutter, wenn du aus der materiellen Existenz befreit werden möchtest, dann gibt es einen Weg, und dieser Weg ist Sadhu Sangha. Du musst deine ganze Liebe und Zuneigung musst du den Vaishnavas, den Sadhus geben. Auf diese Art und Weise wirst du deinen Geist beherrschen können und wirst Fortschritt machen, spirituellen Fortschritt machen. So, Srila, in gleicher Weise sagt Srila Raghunath Das Goswami, gleich im ersten Vers von Manashiksha, Gurao Goshte Goshtaleishu Suchane Busuragane. Gib deine Rati, deine Zuneigung und Liebe und Anziehung, gib das zuallererst Guru. Guru ist, bedeutet Guru, aber nicht Einzahl, sondern mehrere, ne, deinen Gurus. Weil es gibt den Diksha Guru, es gibt den Shiksha Guru, es gibt auch den Vatman Pradashika Guru, den Guru im Herzen. So, wir sollen. Mein lieber Geist, er sagt, mein lieber Geist, ich falle dir zu Füßen, ne, umklammere deine Füße. Mit anderen Worten, ich beschwöre dich, du bist so ein bösartiges Wesen, aber deswegen, ich bitte dich inständig und ergreife deine Füße. Bitte tu diese eine Sache für mich und entwickle rasch tiefe Zuneigung und Anhaftung an Guru. Yeah, so telling the why they are telling the Guru Bhakti the past. So our Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj always he is telling, you know, this Guru Bhakti is the backbone of this spiritual life, you know. As much you are Guru Nishtha, that much you are the spiritual life, you are increased. So scripture telling, you know, scripture telling, they are telling you the this sloka is the telling, Siddhiri bhavati va neti sansaya achutase vina, ni sansaya cha atra tad bhakta paricharja ratatmana. Then Siddhiri bhavati va neti sansaya achutase vina. You know this sloka? You? No. If somebody direct worship to Krishna, scripture never guarantee one day you can attain to Lord. No, never guarantee.
But who is the this devotee service? This devotee is Gurudev and service to devotees. Scripture he gave a guarantee. Must once you can attain to Lord, you know. So Krishna telling Uddhav, Acharya Mang Bijaniyat. You are understand this is the Acharya my own poem. Yeah. Na Abhamanya Kaharichit, Na Martha Buddha Asuyate Sarvadeva Maya Guru. Guru is the Sarvadeva Maya, he is my poem. When I do mercy to some jiva, then sansara dava nala lida loko tranaya karuna ghana ghanatvam praptasa kalyana gunarnavasya bande gura sri charanarvind. What is the Gurudev? Gurudev Krishna's mercy, you know, when take the one poem, then he that this is the mercy, he take the poem of this Gurudev, come to see the world. So bhakti is the main thing. The Gurudev bhakti is the backbone of the spiritual life. So this Raghunandas Goswami spricht zuerst über Guru, und zwar deswegen, weil spirituelles Leben immer mit dem spirituellen Meister, immer mit Guru anfängt. Ja, so scripture to Siddhir Bhavati, if you direct WhatsApp to Krishna. Das heißt, ein Vers in den Schriften, der beschreibt, unser Gurudev hat gesagt, Bhakti oder Guru Nishtha, also Vertrauen oder gefestigt sein in den Guru, ist das Rückgrat von Bhakti. Ne? Das praktisch alles beruht auf diesem Guru Nishtha, dem Vertrauen in den Guru. Dann gibt ein Vers in den Schriften, der beschreibt, wenn man Krishna verehrt, aber nicht den Guru, dann mag es Zweifel geben, ob man erfolgreich wird in seinem Pfad oder nicht. Aber wenn man sich Gurudev ergibt und den Guru verehrt, dann gibt es keine Zweifel, dass man das höchste Ziel erreichen wird. Ja, so Krishna hat auch gesagt, Acharya Mam Vijaniya, du solltest wissen, dass der Acharya, der spirituelle Meister, ist nicht verschieden von mir selbst. Du solltest niemals denken, dass der Guru eine gewöhnliche Person ist, ihn als einen gewöhnlichen Menschen ansehen, sondern du solltest ihn direkt als nicht verschieden von mir selbst ansehen. Und Samsara Dhavana Lalita Loka Tranaya Karuna Gana Ganatvam. Wenn Shri Krishnas Barmherzigkeit sehr konzentriert und dick wird, dann nimmt diese Barmherzigkeit die Form von einer Wolke an, die hier in dieser materiellen Welt den Waldbrand im Herzen der bedingten Seelen löscht. Also dieser Waldbrand, das ist unsere materielle Existenz, und die Wolke, das ist Sri Guru. So wie die Wolke das konzentrierte Wasser aus dem Ozean ist, so ist Sri Guru die konzentrierte Barmherzigkeit von Krishna, und er erscheint, um unser Brennen dieser materiellen Existenz zu löschen. Yeah. So, they are telling three kind of disciple. One is the Uttam, one is the Madhyam, one is the Kanishta. Yeah. Telling who is the Uttam disciple? Well, Uttam disciple, that person, as much you are love affection to Krishna, more than you can love affection to Gurudev. You know, more love affection to Gurudev. This is the Uttam Bhakta. Telling who is the Madhyam Bhakta? Madhyam Bhakta is the Jasya Deve Parabhakti Jatha Deve Tatha Guru. You know, this is the Madhyam. And who is the Kanishta? Kanishta is the, yeah, they are so much not gave to respect, so much not gave to what? Gurudev. Huh? Honor the Gurudev. Yeah. So they are so much honor to Krishna. Archaya Meva Hare Japujam Sradhayate Natad Bhakte Suchanya Susabhakta Prakrita Smrita. So Bhagavad telling this is the Kanishta Bhakta. In den Schriften beschrieben, dass es drei Arten von Schülern gibt. Den Uttam, das heißt den Höchsten, Madhyam, den Mittleren, und Kanishta, den Anfänger. So ein Uttam-Schüler ist einer, der mehr Liebe und Zuneigung für den Guru besitzt, als sogar für Krishna. Der Madhyam-Schüler ist jemand, der genauso viel Liebe und Zuneigung für den Guru besitzt, wie für Krishna. Yasya Deve Tatha. Parabhakti Jatha Deve Tatha Guru. Genauso viel Liebe und Zuneigung zu Krishna
zum Guru wie zu Krishna. Und der Kanishtha-Schüler, und das ist jemand, der zwar Vertrauen in Krishna hat, aber keine richtige Wertschätzung, keine richtige Ehre und Verständnis von Guru. Das ist der Anfänger. Yeah, so I think time is over here. Time is over here. Okay. Well, let's see, evening time, you know, this slok, evening time, you are listening to this slok. Hare Krishna, Hare Bol. Huh? Okay. Oh,
Thank you.
Jai Sri Sri Guru Gauranga Dharvika Vidhari Jusri Radha Vinji Hari Yuki Patrama Ki Tadasvati Jaki Guru Pujaki Chantalila Abhra Vishnu Vishnu Pada Ashtodara Sadasri Krishna Madhubhakti Sri Ram Siddhanti Goswami Maharaj Vijay Chantalila Abhra Vishnu Bhakti Pregyad Kesava Goswami Maharaj Vijay Chantalila Abhra Vishnu Vishnu Pada Ashtodara Sadasri Krishna Madhubhakti Vidasa Narayana Goswami Maharaj Vijay Chantalila Abhra Vishnu Vishnu Pada Ashtodara Sadasri Krishna Madhubhakti Vidasa Bhamanu Goswami Maharaj Vijay, Dhinadri Law of Provisional Bhakti Siddhartha Swami Maharaj Vijay, Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada Vijay, Mahabhagavata Srila Gaur Kisarda Swami Babaji Maharaj Vijay, Sachidananda Srila Bhakti Vinod Thakur Vijay, Vaishnava Sarvabhauma Srila Jagannatha Swami Babaji Maharaj Vijay, Jai Sri Rup Sanatan Bhatti Raghunath Sri Jiva Gopal Bhattadas Raghunathai, Shri Goswami Prabhu Vijay, Namacharya Sri Haridas Thakur Vijay, Prem Se Gaur Se Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar, Vibhasati Sri Gaur Bhakta Vrinda Vijay, Jai Ramananda Sarvada Madhuradi Gaur Parshada Vrinda Vijay, Hartama Samananda Srinivas Prabhu Traya Vijay, Radha Krishna Gopi Govardhan Radha Gunasam Gunadada Sanatana Sri Vrindavan Dham Vijay, Jai Sri Navadvip Dham Vijay, Jai Sri Purushottam Dham Vijay, Baladeva Subhadra Jagannath Sri Sudarshana Chakra Vijay, Harinam Sankirtan Vijay, Bhajan Tulsi Devi Vijay, Sri Govinda Babinath Madan Manju Vijay, Anantavati Gaur Bhakta Vrinda Vijay, Samagata Gaur Bhakta Vrinda Vijay, Gaur Brahmadan Vrindai Tulsi Devi Sivai Bhakti Vedanta Siddhanti Srila Maharaj Ki Jai Samagata Bhakta Vrinda Ki Jai Ich hab's schon. Ich weiß es noch nicht auswendig. Ach so. Um ihr Trinken zu geben, besser so. Um sie zu baden. Um sie zu baden, okay. Danke, noch besser. Ich kann dir auch schon zeigen. Ich weiß nicht mehr, welche Seite das war. Welche Seite war das denn? Cooking.
hier aufgewachsen. Ich bin das typische Westerwald. Das klassische Loch. Meine Infrarotkamera ist noch an. Wie machen wir das aus? Vielleicht hier unser nächstes Mal. Nee, aber so schön hier. Du bist nicht der Nähe? Pero luego justo cuando estábamos saliendo por la puerta.